Der vierte Advent. Jetzt ist die Zeit der Erwartung bald vorbei. Bald ist es soweit. Dann geht es darum, zu empfangen, das, was wir uns so sehr gewünscht haben. Ja, so haben wir das Thema des vierten Advents genannt, empfangen. Nachdem wir uns zuerst mit der Sehnsucht beschäftigt haben, mit der Erwartung, mit der Herzöffnung. Und dann, was ist eigentlich das Ziel des Erwartens und des Herbeisehnens im Advent? Im Advent ist das Ziel, dass ein Wunder geschieht. Wir warten auf ein Wunder. Und dieses Wunder kann tatsächlich nur geschehen, wenn wir bereit sind, es zu empfangen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Stell dir mal vor, es klingelt an der Tür, du machst auf und es steht ein Mensch davor mit einem riesengroßen, wunderschönen Blumenstrauß. Und er sagt, hier, den soll ich bei Ihnen abgeben. Was würdest du sagen? Wow! Du würdest ihn empfangen? Ich glaube, ich würde sagen, Sie müssen sich in der Tür geirrt haben. Der kann unmöglich für mich sein. Ich hätte zwar gerne mal so einen schönen Blumenstrauß, aber ich glaube eigentlich nicht, dass der für mich wirklich gemeint ist. Und so geht es uns manchmal an Weihnachten auch. Wir wünschen uns das Weihnachtswunder, manchmal nur das ganz Kleine im eigenen Wohnzimmer und im eigenen Herzen. Und es kann wirklich nur geschehen, wenn wir da sind und bereit sind, das Wunder auch zu empfangen. Und daran glauben, dass es geschehen darf und dass wir es vor allen Dingen annehmen können. I'm opening up. Da klar, sie braucht jetzt ein bisschen ein Medizinlied. Okay. Ja. Ich öffne mich in süßer Hingabe dem strahlenden Liebeslicht des Alleinen. I'm opening up in sweet surrender to the luminous love light of the One. I'm opening up in sweet surrender to the luminous love light of the One. I'm opening up in sweet surrender to the luminous love light of the One. I'm opening.
Bereit sein, um das Licht zu empfangen. Eine Meditation. Finde einen bequemen, aufrechten Sitz. Lass ein tiefes Aufatmen kommen und Ausatmen. Schließe die Augen und lasse dich im Innern in dir nieder. Verbinde dich mit deinem Atem. Und lasse dich mit jedem Ausatmen ein wenig mehr nach innen und in die Ruhe sinken. Ziehe dich ganz und gar von der Außenwelt zurück und lasse dich von deinem Atem wiegen. Und gehe mit deiner Aufmerksamkeit zum Scheitelpunkt deines Kopfes und von dort aus spüre, lausche nach oben in den Raum hinein, der dich umgibt. So hoch, so weit, wie es dir angenehm ist und wie es deine Vorstellungskraft dir ermöglicht. Und irgendwo hier, in der Weite des Raumes über dir, visualisiere ein strahlendes, heilsames, liebevolles Licht, das genau so ist, wie du es dir im Moment vorstellst. Und wie es dir gut tut. Stelle dir vor, wie du mit jedem Einatmen von diesem Licht nehmen kannst, wie du es mit jedem Einatmen empfangen und über den Scheitelpunkt deines Kopfes in dich hineinströmen lassen kannst. Mit jeder Einatmung lass dich erfüllen von Licht. Und spüre, wie es in dir hell wird.
das Licht sich in deinem Beckenraum ausbreitet, in deinem Herzraum, in deinem Stirnraum. Ja, wie das Licht dich ganz und gar umhüllt. Lasse dein ganzes Sein von diesem liebevollen, heilsamen Licht erfüllt sein. Fühl den Segen. Mit einer tiefen Einatmung löse dich behutsam aus deiner Lichtmeditation und lasse die Augen langsam aufgehen. Bringe die Hände vor dem Herzen zusammen, neige das Kinn und beende so deine Meditation. Ja, vielleicht spürst du es, den Segen, vielleicht spürst du das Licht noch in dir und um dich herum. Und auch darum geht es im Advent und an Weihnachten, dass du das Licht, das du empfangen hast, weitergibst und es in die Welt hineinstrahlen lässt, auf dass es überall Licht werden möge. Licht soll es werden auf Erden, Frieden den Menschen allen. Licht soll es werden auf Erden, Frieden den Menschen allen. Licht soll es werden auf Erden. Licht soll
tief dunkle Nacht. Nirgendwo ein Licht. Eiseskälte. Unvorstellbar, dass es mitten in dieser Finsternis passiert. Das Licht wird geboren. Voller Wärme und Liebe breitet es sich aus. In unseren Herzen, wo es seit Anbeginn der Zeit zu Hause ist. Das Leben.